Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Freue mich. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung. Vielen Dank, in der wir heute einen Mann begrüßen, der das bekommen hat, wovon im Moment jeder Wirtschaftsjournalist träumt. Und nicht nur jetzt, sondern seit Jahren, nämlich ein Interview mit dem Eigentümer von Aldi. In dem Fall Theo Albrecht Junior von Aldi Nord mit einem vorsichtig geschätzten Vermögen von fast 20 Milliarden Euro. Der zweitreichste Deutsche überhaupt. Wenn einer aus einem so verschwiegenen Clan plötzlich eine Tür aufmacht, die jahrzehntelang für jeden verschlossen war, und einen Report auf eine Tasse Markus-Kaffee einlädt, dann muss er einen guten Grund haben. Offenbar tobt hinter den Kulissen der legendären Kaufmannsfamilie ein erbitterter Streit ums Erbe und um sehr viel Geld. Er kennt die Zusammenhänge wie wenig andere, weil Aldi seit Jahren sein Thema ist. Deswegen herzlich willkommen, Florian Koll vom Handelsblatt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, und während die einen über Jahre hartnäckig an einem Aldi-Interview arbeiten, hat sie mindestens genauso hartnäckig eine Ochsentour, muss man wirklich sagen, hinter sich gebracht, die sie jetzt mit 26 Jahren zur neuen Miss Germany gemacht hat. Davor aber war sie unter anderem Miss Ammerland, Miss Goslar und Miss Südharz und wurde in einem Einkaufszentrum zu Miss Westdeutschland gewählt. Was also ist das für ein Schönheitswettbewerb, der schon seit 1927 ausgetragen wird, von den Nazis und in der DDR sogar verboten. Was bedeutet ein solcher Titel heute? Und wie verträgt sich all das mit ihrem eigentlichen Beruf, nämlich als Religionslehrerin? Herzlich willkommen, Lena Bröder. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Interessante Geschichte. Er hat bei einem Besuch hier in der Sendung mal den wunderbaren Satz gesagt: Ich habe 4 Ex-Frauen, das sind die tollsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Das verstehen die einen so und die anderen so. Bei ihm aber verbirgt sich dahinter ein Lebensmodell, das er leidenschaftlich lebt, wie sonst vielleicht nur noch Joschka Fischer. Aber es werden mehr. Psychologen nennen es serielle Monogamie. Er nennt es Liebe. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm reden. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Frau, die seit kurzem die 5. Ehefrau an seiner Seite ist. Eine Frau, von der er sagt, mal ganz ehrlich, ich wäre doch bescheuert gewesen, wenn ich die nicht geheiratet hätte. Es war während einer Theaterpremiere hier in Hamburg, als bei ihm der Blitz einschlug. Bei ihr allerdings war noch das ein oder andere Gewitter mehr notwendig. Herzlich willkommen, Gül und Volker Lechtenbrink. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit ihm über echtes Donnerwetter sprechen, über dieses fast schon unheimliche Sommerunwetter, das in weiten Teilen immer wieder mit ungeheurer Wucht zuschlägt und fast aus dem Nichts zu kommen scheint. Und obwohl man niemals Wetter mit Klima verwechseln sollte, mehren sich die Stimmen derer, die sagen, da ist was Größeres im Gange möglicherweise. Das hat Konsequenzen, und zwar für jeden von uns ganz persönlich. Er sagt dazu, heutzutage weiß keiner mehr um die Gefährlichkeit von Gewittern. Das ist etwas, was sich dringend ändern muss. Herzlich willkommen dem Meteorologen, Olympiasieger und Kollegen Günther Thier. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, nur um das kurz vorab zu klären, weil das sonst keiner versteht. Günther Thiersch, was ich lange Zeit nicht wusste, ist tatsächlich Olympiasieger im Ruderachter, ne, geworden. Als Steuermann. 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 Wie alt waren Sie damals? 14 Jahre. 14 Jahre. Und Olympiasieger. Ja. Wo war das? Welche Olympischen Spiele waren das? Das war in Mexiko. Mexiko. 1968. Ja. Super. Das ist irgendwie schön, finde ich. So ein Titel, den man nicht kaufen kann, der bleibt. Olympiasieger, das ist eine große Nummer. So, lasst uns reden über das, was gerade ansteht. Wetterkapriolen, vor allen Dingen in Süddeutschland, im Osten allerdings auch Todesopfer, Tornados in Norddeutschland. Wir werden gleich ganz beeindruckende Bilder sehen. Warum spielt das Wetter gerade so verrückt oder kommt uns das nur so vor? Die Wetterlage ist schon extrem. Wenn man ein zentrales Tief über Mitteleuropa hat, dann hat das eben Auswirkungen, vor allen Dingen, weil es auch lange dort bleibt. Es ist recht stabil, diese Wetterlage. Muss ich das so vorstellen, dass vom Mittelmeer die feuchte Luft nach Norden geführt wird, von Osteuropa die Hitze. Und das trifft dann über Westeuropa auf kühlere Luft. Und diese Mischung, die ist sehr stabil zum Teil. Das hatten wir vor 2 Jahren schon mal.
dann allerdings in einigen Monaten später, im Sommer. Und in diesem Jahr eben auch hielt sich das jetzt über 10 Tage. Jetzt schwächt es sich langsam ab, aber dennoch gibt es natürlich jetzt auch Unwetter, so wie heute. So, diese Wetterlagen, große Wetterlagen, die gab es ja vermutlich so schon immer. Ja? Dieses Skandinavien-Hoch, dann sagt Norddeutschland mal Glück gehabt, regnet jetzt mal ein bisschen weniger in Hamburg. Ja, ist gut auch mal für Menschen wie uns hier. Guck mal, Volker ist völlig gebräunt, durchgebräunt von diesem langen Sommer hier schon in Hamburg. Ja. Aber dass es so extrem wird, das ist etwas, was neu ist. Ja, auch diese Lage, ein zentrales Tief über Mitteleuropa, das dann nicht verschwindet. Normalerweise haben wir eine Westwetterlage. Da kommt ein Tief, das zieht durch, bringt mal Gewitter an einem Tag und dann ist schon wieder das Wetter ganz freundlich oder es ist mal ein längerer Landregen. Aber ein zentrales Tief über Mitteleuropa, das dort bleibt, hat fatale Auswirkungen, weil immer wieder diese feuchte Luft neue Gewitter bringt, es regnet sich aus und dann fallen eben innerhalb weniger Tage das Doppelte von dem ganzen Monatssoll des Mais an einigen Orten. Es sind unglaubliche Wassermengen, die da runtergekommen sind. Wir werden gleich sehr eindrucksvolle Bilder davon sehen. Würde aber gerne mit Ihnen vorher nach Norddeutschland gehen. Da hat ein junges Pärchen etwas gedreht, von dem ich nicht mir vorstellen konnte, dass das Deutschland ist, wo diese Bilder entstanden sind. Wir schauen mal kurz rein. Alter, was geht denn hier ab, bitte? Der geht bis oben hoch. Ach du meine Fresse. Ach du Scheiße. Oh, Leute! Mitten in der Windmühle. Mach mal Scheibenwischer rein. Alter, die Windmühle. Ich mach den langsam. Oh, der kommt echt auf uns zu. Ach, alles gut. Nein, wir sind bitte besser. Alles gut. Pass auf, du fährst gleich in den Graben. Ja, ich sehe nämlich nichts. Mann! Meine Güte, Roy. Vorsicht. Ja. Stopp, Schatzi. Gut. Hammer. Okay, jetzt haben die sich getroffen. Jetzt verbinden die sich. Und dann ist das Sitzmann! Alter! Ist der Hammer! Das geht hier ab, bitte! Alles gut! Mann! Hör auf. Scheiße, ist gut jetzt! Meine Herren, das ist doch nur Regen und Bischwind! Das ist eine Naturkatastrophe! Ach! Großartig! Bevor wir gleich darüber sprechen, was das meteorologisch bedeutet, würde ich den Experten Volker gerne fragen. Ist diese Beziehung noch zu retten, oder? Ja. Ach Gott, das schweißt zusammen, so zwei Tornados. Das ist schon, wenn man das durchgestanden hat, gemeinsam, ich glaube. Also wenn ich das Ende mir noch mal so vor Augen führe, würde ich sagen, wird eher schwierig auf lange Strecke, diese Beziehung. Aber wir wünschen den beiden alles Gute. Schleswig-Holstein immer Storms Chaser sein, also Sturmjäger, ja, die danach suchen, wieder ein Tornado zu sehen. So begeistert sind die. In der Tat, aber ist das normal? Naja, normal ist das natürlich nicht. Also, nein, ich meine, sehen wir solche Bilder deswegen heute, weil jeder filmen kann sozusagen mit seinem Telefon? Oder gab es das immer schon in der Art und Weise? Wir kennen das eigentlich aus Amerika vor allen Dingen. Ja, natürlich. Aber in Amerika sind sie noch ein bisschen stärker. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Wobei, die sind natürlich auch so stark, wären sie über ein Gebäude gezogen, dann wäre natürlich das Dach zum Teil, die Ziegel wären weggeflogen. Ich will nicht sagen, dass die Stärke so ist, dass das ganze Dach wegfliegt. Aber Ziegel wären auf jeden Fall weg. Ne? Also das wäre schon klar. Nein, Tornados hat es in Deutschland schon immer gegeben. Ja, also ich denke an Pforzheim 1969 oder sowas, da gab es einen schweren. Es sind immer wieder, auch im letzten Jahr hatten wir in Mecklenburg-Vorpommern einen starken Tornado. Die gibt es immer wieder. Wir rechnen mit zwischen 40 und 60 im Jahr in Deutschland. Kleine und auch größere. Größere gibt es natürlich auch wenige dann. Mhm. Und die, von denen berichtet wird, sind durch Dörfer gezogen. Gerade wenn es so dann abläuft. Wird das mehr? Also sagen wir mal so, im Küstengebiet ist es eine extra Wetterlage, die solche Tornados häufig mal bringt. Die sind leicht, klein, ja, man sieht dann auch über dem Wasser, über Helgoland oder sowas mal diesen Schlauch mit Wasser gefüllt. Die werden hier oftmals nicht so stark, das sind schwache. Aber die mit starken Gewittern zusammenhängen, das war auch ein kleines Gewitter dabei, aber die mit starken Gewittern zusammenhängen und wenn Gewittern ziehen,
dann können diese Tornados wesentlich stärker werden. Und diese Gewitter werden stärker. Und deshalb vermuten wir auch, dass zukünftig mehr Tornados in Deutschland auftreten können. Gibt das Ganze auch aus der Luft. Ne? Das hat irgendjemand auch gefilmt. Auch das sieht aus dem Flugzeug. Das sieht ähnlich beeindruckend aus. Das heißt, mit solchen Wetterphänomenen werden wir es auch speziell in Norddeutschland häufiger zu tun haben. Ist das etwas, von dem Sie sagen, das diskutieren wir auch in Kollegenkreisen durchaus? Ich weiß, viele von Ihnen waren skeptisch in den letzten Jahren immer wieder und sagten, Leute, macht nicht den Fehler, verwechselt nicht aktuelles Wetter mit Klima. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist das etwas, was Sie ja mittlerweile anders diskutiert? Naja, man kann grundsätzlich sagen, wir erleben ja immer wieder Extreme in den letzten Jahren. Die Atmosphäre wird wärmer jedes Jahr. 2014, 2015 war jetzt das wärmste weltweit gesehen, muss man sagen. In Deutschland das zweitwärmste. Das Jahr 2014 war das zweitwärmste weltweit insgesamt. Also jedes Jahr wird im Moment wärmer, das ist sehr auffällig. Davor gab es eine Phase ab 1999, da blieb die Temperatur auf der Erde ziemlich konstant. Jetzt erwärmt es sich wieder. Und diese Spitzen, das heißt, wenn wir neue Wassermengen registrieren innerhalb kürzester Zeit, 20, 30 Liter, 40 Liter innerhalb von einer halben Stunde, zum Teil sind sogar 50, oder an einem Tag mehr als 200, das sind Extreme, die häufiger vorkommen. Und diese Extreme, denen können wir zuordnen, okay, da sind vielleicht 20% dem Klimawandel schon zuzuordnen, ungefähr. Die Aufnahmen aus Braunsbach, finde ich, sind vor allen Dingen beeindruckend. Wenn wir da mal kurz reinschauen. Und da erlebt man, wie so kleine Rinnsale plötzlich zu einem reißenden Bach werden. Auch das etwas, von dem Sie sagen würden, das kann sich eigentlich so keiner vorstellen. Wenn man die Bilder sieht von diesem Bächlein, dass das sonst ist, da fließt ja so eine kleine Pfütze durch, eigentlich gar nichts. Und plötzlich dann das. Also die Vorhersagen waren ja so, dass wir gesagt haben, es kommt viel Regen runter örtlich. Aber man ist selbst als Meteorologe natürlich erstaunt darüber, über die Auswirkungen dann. Aber ich weiß persönlich, welche Kraft Wasser hat. Und Wasser sucht sich immer den geringsten Widerstand. Und wenn wir irgendwo ein kleines Bächlein haben, dann schwillt das an, wenn es mal irgendwo stark regnet, vor allen Dingen in bergigen Regionen. Und das ist die Gefahr. Mich hat immer gewundert, dass eigentlich die ältere Bevölkerung nicht scheinbar das Dorf informiert, wenn es mal stark regnet, dann müsst ihr aufpassen, dass dieser Fluss über die Ufer tritt. Eine solche Stärke, damit hat natürlich niemand gerechnet. Sowas kommt vielleicht einmal in 100 Jahren in einem Ort vor, häufiger nicht. Und das ist eben das Problem. Wir können versuchen zu warnen, aber wie stark es dann tatsächlich wird, das weiß keiner. Wir wissen nicht, was der Boden noch an Wasser aufnehmen kann. Wir wissen nicht, welche Flüsse tatsächlich dieses Wasser dann führen werden. Ja, die örtlichen in den Regionen weiß man das natürlich schon. Brauchen wir da wieder mehr Eigenverantwortung? Also tatsächlich selber mal nach oben gucken und schauen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Wir verlassen uns blind auf das, was da von übers Fernsehen oder andere Medien transportiert wird. Naja, wir verlassen uns eigentlich gar nicht, sondern wir sagen einfach, es passiert uns nichts. Das ist das Grundproblem. Und Gewitter sind nun mal gefährlich. Ja, also man muss sich überlegen, ob man ein Fußballspiel nicht abbricht, wenn ein Gewitter droht. Genauso wie Rock am Ring jetzt, ja, wo der Blitz eingeschlagen ist. Ja, wir wissen alle, dass irgendwie, oder ich weiß es nicht, ob wir noch alle wissen, wie gefährlich Gewitter sind. Allein die Blitze und der Starkregen. Es gibt auch Gewitter mit heftigen Sturmböen. Die sind in diesen Gewittern jetzt der letzten Tage ausgeblieben, weil die Gewitter nur sehr langsam gezogen sind. Aber wenn Gewitter schneller ziehen, dann haben sie Orkanböen, führen sie mit sich. Die sind dann fast so schlimm wie so ein Tornado. Also wir müssen uns bewusst sein, dass Wetter gefährlich ist. Und wir müssen sehen, dass wir eine Eigenverantwortung haben. Das heißt, wenn so eine Wetterlage tatsächlich angedeutet wird, dann muss man auch mal gucken, wie sieht es denn aus. Und regnet schon seit 2 Stunden, hoppla, da kann ja eventuell unser kleines Bächlein noch jetzt anschwellen. Woher kommt das denn, diese Lässigkeit im Umgang mit solchen Dingen? Fühlen wir uns so unverwundbar? Wir haben auch, glaube ich, ein paar Bilder hier von Rock am Ring beispielsweise, das dann tatsächlich abgebrochen wurde. Aber wurde sehr, sehr lange diskutiert, hin und her. Und man hat oft das Gefühl, auch Veranstalter, ich sag mal, du musst schon ordentlichen Grund haben, massiven Grund haben, um dann so ein Festival zum Beispiel zu beenden. Ansonsten stehst du hinterher wieder am Pranger, weil man sagt, na, die haben uns die schöne Party versaut. Was soll das? Na ja, gut, erstmal geht es dabei natürlich um Geld. Ja, das ist ja das eine. Wenn ich so ein Konzert absage, das ist ja der Ruin schlechthin. Und dann geht es darum, wir denken alle, das wird uns schon nicht treffen. Wir sind nicht mehr bereit, zurückzustecken in Form, dass wir bestimmte Dinge nicht machen, wenn ein Unwetter droht. Sondern wir setzen uns ins Auto Freitagnachmittag. Es ist ein Schneesturm oder ein heftiger Schneefall angesagt, gehen auf die Autobahn, sitzen dann fest über die Nacht, werden versorgt vom Roten Kreuz oder von sonst was mit heißem Tee. Aber statt nur sich vorher zu entscheiden, ich fahre mal lieber nicht, das machen wir nicht. Wir sind da, alles ist möglich heutzutage.
Und deshalb verdrängen wir das. Wir wollen diese Probleme nicht. Und es gibt auch so eine wahnsinnige Technikgläubigkeit, habe ich immer das Gefühl, gerade was solche Prognosen, was Wettervorhersagen angeht. Aber wie präzise können Sie denn wirklich mit dem, was Ihnen heute zur Verfügung steht, vorhersagen, pass auf, in dem Dorf, in dem Landstrich, genau da bei euch wird es passieren, möglicherweise? Na, einen Tag vorher können wir das überhaupt nicht sagen. Das Einzige, was Sie sagen können, in der Region wird es Gewitter geben. Wir können auch die Heftigkeit vorhersagen. Mhm. So und so viel Liter Regen können da runterkommen. Präzise Wettervorhersagen für ein bestimmtes Dorf, das können wir an demselben Tag machen, wenn sich dieses Gewitter im Prinzip schon gebildet hat, schwach bildet und dann weiterzieht. Dann laufen auch die Unwetterwarnungen über die einzelnen Kreise. Mhm. Dann wird für diesen Kreis eine Unwetterwarnung gegeben. Dann in der Zugrichtung für den nächsten, wenn dieses Gewitter eine bestimmte Stärke erreicht hat. Also so geht schon, nur das ist kurzfristig. Das sind dann eine Stunde vorher, zum Teil nur eine Viertelstunde vorher, bevor das Gewitter einbricht. Und dann muss man sich überlegen, wie kommt die Information tatsächlich zu den Leuten, die dort wohnen? Das ist jetzt die große Frage. Ja? Das ist die eine Frage, aber wenn Sie das so sagen, da wird mir Angst und Bange, wenn ich manchmal dann so diese Wetter-Apps zum Beispiel, die mittlerweile jeder benutzt, da kannst du ja sozusagen auf den Stadtteil genau dir 20 Tage vorhersagen lassen, wann dort der Blitz einschlägt. Also ist das komplett unseriös, was da passiert? Ja, das ist natürlich dann unseriös, nicht? Das kann sein, aber es muss nicht sein. Das heißt, es gaukelt uns etwas vor, gaukelt eine Genauigkeit vor, die nicht da ist. Also für den nächsten Tag kann ich diese Apps natürlich ganz gut gebrauchen. Aber wenn ich weitergehe, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit schon mal ab. Mhm. Wobei es immer auf die Wetterlage drauf ankommt. Wenn ich so eine Wetterlage habe wie in der letzten Woche, dann ist es sehr schwierig tatsächlich zu sagen, ist da jetzt wirklich das Gewitter an dem und dem Ort. Aber wenn ich eine Wetterlage habe, da zieht ein Tiefdruckgebiet durch, das ist 2 Tage über Deutschland, dann kommt wieder schöneres Wetter, ist die Wettervorhersage viel einfacher und ist in den 7 Tagen wahrscheinlich noch recht gut. Aber bei so einer Gewitterlage, wie wir sie haben, ist das wesentlich schwieriger. Da ist die Genauigkeit mit den Tagen, nimmt sehr stark ab dann. Mhm. Diese Vorhersagen, auch in diesen kleineren Dörfern zum Beispiel, wo die Leute dann wirklich wie aus dem Nichts völlig kalt erwischt worden sind, in Bayern teilweise, in Niederbayern zum Beispiel. Das ist also etwas, mit dem wir leben müssen, ja, mit dieser Unsicherheit, auch in Zukunft. Ja, selbstverständlich. Wie präzise können Sie denn auf welche Distanz Wetter vorhersagen heute, mit den technischen Möglichkeiten von heute? Also die Vorhersagen für den nächsten Tag stimmen zu 90%. Das heißt, von 10 Vorhersagen sind 9 richtig. Mhm. Und ungefähr eine ist nicht ganz richtig. Aber das ist natürlich, die Genauigkeit ist mal mehr, mal weniger für den nächsten Tag dann. Mhm. Und die Genauigkeit ist sehr hoch für den nächsten Tag. Sie nimmt dann letztendlich ab. Und wir können immer nur Regionen sagen, für das Gebiet, meinetwegen den Harz, oder wir können auch das Bundesland nennen, wird es an diesem Tag in Richtung Gebirge, meinetwegen Eifel, und dann Rheinland-Pfalz, Hunsrück zum Beispiel, da wird es heftige Gewitter geben. Aber wir können jetzt nicht sagen, dass das dann irgendwo sein wird, an der Mosel, in Trier oder in Koblenz oder in Diez oder sonst wo. Das können wir erst am nächsten Tag sein, wenn diese Gewitter tatsächlich am Himmel stehen. Vorher ist eine genaue Prognose von Gewittern so nicht möglich. Aber das Gebiet kann man eingrenzen. Muss man sich immer wieder klar machen. Letzte Frage, Herr Thiersch, ganz grundsätzlich. Global gibt es im Moment sehr extreme Wetterphänomene. Was ist denn der Auslöser dafür? Kann man tatsächlich davon reden, dass wir mittendrin sind in einem Klimawandel? Luft wird immer wärmer, sehr viel mehr Feuchtigkeit in der Luft, dementsprechend sehr viel höhere Niederschläge, Meere heizen sich auf. Was passiert da gerade? Ja, dass die Klimaerwärmung in Gang ist, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Und sie wird auch weiter zunehmen, das sind die Berechnungen daraus. Wir haben ja hier in Mitteleuropa derzeit eigentlich schon eine Veränderung der Luftströmungen. Wir haben normalerweise Westwinde. Und diese Westwinde werden immer mal unterbrochen, da haben wir auch mal einen Ostwind. Mhm. Aber wir stellen fest, seit die Arktis etwa seit 12 Jahren sehr stark abschmilzt in den Sommermonaten, dass sich diese Luftströmungen abschwächen, diese Westwinde. Und das heißt, wir haben dadurch mehr Süd- und mehr Nordkomponenten der Strömung. Das heißt, es wird mehr sehr warm mit einer Südströmung. Mhm. Das dauert ein paar Tage. Zum Teil sind sie auch sehr stabil, diese Wetterlagen, stabiler als vorher. Und dann aber, wenn diese Wetterlage verschwindet, kommt dann plötzlich diese relativ kühle Luft von Norden, von der Nordsee über Skandinavien zu uns. Und das führt zu wesentlich mehr Extremen. Auf der einen Seite mehr Hitze, auf der anderen Seite dann kühleres Wetter. Und das bringt uns eben in Mitteleuropa auch diese Extreme mit, wie jetzt so ein zentrales Tief. Das kann man auch damit sehen. Also es verändert sich auch
die Luftströmung allein durch den Klimawandel, durch das Abtauen der Arktis. Das ist die Vermutung. Also etwas, was wir im Blick haben müssen und was uns noch sehr lange beschäftigen wird. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen sehr kurzfristigen Besuch. Günter Thiersch ist heute unser Gast. Und ich freue mich sehr, dass die beiden links von mir da sind. Und das war eigentlich nur der Anlass zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam darüber reden, was das eigentlich bedeutet, dieses Modell sozusagen, dieser seriellen Monogamie, ja, von dem Psychologen sprechen. Einer, der immer alles mit Haut und Haaren macht. Und du hast, Volker, letztes Mal so schön davon erzählt, wie das war und wie man sich dann auch, ich darf sagen, wie alt du bist, ja? Ja, darfst du gerne, ja. Ja. Sag du es, ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ich habe es vergessen, glaube ich. Okay, gut. Nein, also irgendwas zwischen 55 und, ja, und 63. Ich werde jetzt 72 dann jetzt im August. Ich war mir unsicher, ob du schon bist oder noch oder wirst. Also, nein, es kommt ja 72 und einer, der sich immer wieder da reinstürzt in dieses Abenteuer, würde gerne, bevor wir gleich mit Jules sprechen, stürzen klingt immer so wie Holter die Polter. Wir beide waren 5 Jahre zusammen, bevor ich dann überhaupt einen Antrag machen durfte und langsam in Erwägung ziehen durfte, ob es vielleicht etwas mehr sein, ob wir vielleicht heiraten dürfen. Also ich heiraten darf. Verstehe. Ja. Das heißt, Sie hatten Vorbehalte so ein bisschen, haben gesagt, Gemach, lass sie noch ein bisschen zappeln. Ja, also das war mir, ich dachte, lass sie mal noch ein bisschen. Und wir haben ja Zeit. Ich war schon mal verheiratet und ich war der Meinung, ich muss nicht noch mal heiraten. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Sie kannte auch mich nicht am Anfang. Sie wusste gar nicht, wer ich war. Nee. Also das, was jetzt nicht so, muss ja nicht jeder wissen, wer ich bin. Aber, aber nur, weil ich so lange ja schon dabei war, den Beruf, da denkt man ja, ne? Sie hatte keine Ahnung, wer ich bin. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe gespielt Hauptmann von Köpenick hier in Hamburg. Und dann nach der Premiere ist es immer so, da werden alle vorgestellt, die abends gespielt haben, dann kriegen sie ihren verdienten Applaus. Und man weiß immer, der Hauptdarsteller wird als letzter vorgestellt. Das kannte ich ja nun schon ewig lange. Also habe ich mir erst mal umgeguckt, dachte, wer ist denn heute Abend alles da? Wurde ja erst mal die anderen vorgestellt. Und ich gucke und gucke und gucke und sehe auf der Treppe plötzlich oben eine Dame ganz in Weiß. Das ist ja sehr selten bei uns im Theater, dass einer ganz in Weiß kommt, weiße Hosen auch noch und weißes Hemd und so. Und ich denke, das ist ja ganz... Und komme aufs Gesicht und gucke aufs Gesicht und mache... Und dann macht es dieses berühmte... Zoom. Ne? Ja. Und dann kam ich ja dran, wurde auch vorgestellt als Letzter und so, aber war aber eigentlich ganz unruhig. Und in dem Moment, als ich dann vorgestellt war, kam meine kleine Tochter. Kleine ist jetzt auch 24 oder so. Aber, damals war sie eben 5, 6 Jahre jünger. Ja. Und sagt, Papa, ich habe neben meiner Frau gesessen. Ne? Neben meiner Frau. Das ist genau dein Typ. Los, geh hin und flirte mit ihr. Im Ernst jetzt? Ja. Das heißt, Volker, nur ganz kurz zum Verständnis, du setzt deine Tochter ins Publikum, um zu gucken, wo eine Frau für dich ist. Nee, das nicht. Das war Zufall. Sie saß eben halt. Würde ich jetzt auch sagen, aber gut. Das stimmt schon. Und dann spürte also, das ist Papa. Wenn ich das Papa zeige und sage, dann und sagt, wenn nicht, bereust du das, wenn du jetzt nicht flirtest. Deine Tochter kennt deinen Frauengeschmack sehr gut. Ja, ich meine, sie hatte ja auch ein paar Gelegenheiten, das zu studieren. Eine davon ist ihre Mutter, ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich will, aber Gül kann das auch erzählen. Aber, und dann habe ich also sofort den Befehl meiner Tochter versucht zu befolgen. Wie man das macht, ja, als Untervater. Ja, bin also schon hin und hat halt für ihre Nähe gesucht. Und so, und dann waren wir im Theaterlokal. Und ich sage zum Wirt, mit dem ich sehr gut kenne und mit dem ich auch befreundet bin und so, der sagt, Eggy, sag mal, diese wunderschöne Frau, sie saß auch in dem Lokal, diese wunderschöne Frau, kennst du die? Und er sagt, natürlich kenne ich die, natürlich, wir sind vor 30 Jahren oder also so in etwa, sind wir beide aus Kurdistan zusammen rübergekommen. Ja, Hand in Hand quasi als kleine Kerlchen und so. Das ist ein Herzensmensch von mir. Nicht also leiblich verwandt, aber seelisch verwandt und so. Sehr nah. Ich sag, toll. Dann weißt du ja auch, was die macht. Und er hat mir alles aufgeschrieben, was sie macht. Und ich bin dann hingegangen und habe dann wirklich versucht und habe gesagt, hätten Sie nicht Lust, mit mir mal Kaffee zu trinken und so? Dann sagt sie, kann ich nicht. Ich habe meine beiden Söhne und ich habe keine Zeit. Ja. Ja, und dann stehst du da und so. Und dann, da ich ja ein Mensch bin, der also nicht so schnell aufgibt, bin ich immer öfter gegangen und auch wieder, nein, keine Zeit. Und dann eines Tages sagt sie, nächsten Donnerstag könnte ich. Und da habe ich dann gedacht, jetzt, pass auf, Lechtenbrück. Ich habe gesagt, nächsten Donnerstag kann ich nicht.
einfach nur ein taktisches Nein, ja? Ja. Sehr gut. Ja. Das fand ich gut. Sie, also, ist eine schöne Geschichte, aber gut, Sie waren im Theater. Ja. Hauptmann von Köpenick war es, ne? Ja. Und hatten aber keine Ahnung, wer der Hauptdarsteller ist, nein. Ja? Nein. Sie, also, weil Sie sind Theaterfreund? Ja, ich bin Theaterfreund, aber ja. Ich war halt selten in Ernst-Deutsch-Theater, muss ich sagen. Okay. Ich war ja in Schauspielhaus, in Thalia und in anderen Theatern. Und mein Cousin, also das ist ein verwandter Cousin, der dort das Theater betreibt. Und er sagt auch, komm, mach doch mal was. Und er wusste halt, dass ich geschieden bin und zwei Kinder. Und anschließend nach der Arbeit immer nach Hause. Und dachte, Mensch, mach doch mal was. Ich habe ganz tolle Karten, das musst du dir unbedingt anschauen. Das heißt, Sie wurden auch dahin geschickt von jemandem, der gesagt hat, pass auf, der Hauptdarsteller, genau. Das könnte einer für dich sein. Und deswegen mit dem weißen Kleid an. Ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen, sonst wäre ich zu spät gekommen. Ich verstehe, ich verstehe. Genau. Und war das bei Ihnen auch so? Also er schildert ja diesen Moment, in dem der Blitz eingeschlagen hat. War das bei Ihnen auch so, dieser blonde Held, der da oben steht und eigentlich nur auf Sie wartet, der Hauptmann von Köpenick? Ja. Ich war nicht so. Ich fand ihn als Schauspieler toll auf der Bühne, aber sonst war eigentlich bei mir nichts. Nein. Was hat sie denn, als sie beide sich anfingen, so ein bisschen näher kennenzulernen? Ich habe mich oft gefragt, welchen Anteil hat diese unglaubliche Stimme, wenn es darum geht, dass Volker Lechtenbrink eine Frau erobert? Hat sie diese Stimme auch so fasziniert wie? Ja, ich fand die Stimme sehr interessant und irgendwann habe ich gehört, dass seine Stimme sehr bekannt ist und ich dachte, oh weia, wieso kenne ich die Stimme noch gar nicht? Ja, aber nicht nur die Stimme, sondern auch was mit dieser Stimme aus dem Kopf erzählt. Nein, also das Wahnsinnige war dann, wir haben es dann wirklich, irgendwann haben wir uns ja dann zusammengesetzt und haben gegessen und wir hatten beide Zeit. Dann also es war schon klar, da gibt es eine gegenseitige Sympathie. Ja, es gab eine Sympathie auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt. Ja. Also nachdem er so oft immer wieder ins mein Geschäft gekommen ist, immer wieder mit der Taxi vor und immer wieder Kaffee. Ich sage nein und der Kaffee, ich sage nein. Und irgendwann... Wie legt man eigentlich sowas an, so als großer Mime, als großer Schauspieler, wenn man über eine solche Stimme verfügt? Fährt man dann dahin, Schönheitssalon, Ding Dong, geht die Tür auf? Und was sagt man dann als erstes? Hallo Baby, willst du einen Kaffee mit mir? Nein, das sagt man nicht. Aber man setzt das ein, ne? Ich hätte wahrscheinlich, wäre sofort wieder rausgeschmissen worden, weil sowas kann kein Gül überhaupt nicht ab. Funktioniert bei ihr nicht. Nein. Aber das Tolle war, wir waren dann wirklich abends essen und wieder in dem Lokal von unserem Freund Eggy und dann haben wir 7 Stunden miteinander geredet und ich glaube, das war's. Was haben die für Öffnungszeiten? 7 Stunden hintereinander, ja? Ja, er musste so lange aufhalten lassen. Das war schließlich ein Freund von den Leuten. Und das war das Tolle, nicht? Eigentlich, ja, für mich war ganz wichtig, dass ich gedacht habe, wir treffen uns lieber im Theater, falls er ein arroganter Schauspieler ist und er mir nicht gefällt, dann gehe ich ja sofort an die Bar und kann sagen, das war's, tschüss, hat mich gefreut. Ja. Deswegen war ich unbedingt darauf bedacht, im Theater uns zu treffen. Irgend so eine Hohlpfeife aus dem Beruf. Ja, soll es ganz vereinzelt ja geben. Soll es ab und zu mal geben, ja. Das heißt, ihr habt euch 7 Stunden unterhalten. Sehr interessant, wirklich, ja. Und ab welcher Stelle habt ihr euch dann ineinander verbissen? Dann langsam, nicht? Langsam, so wurde es dann immer mehr. Man tauscht sich aus, man merkt, das ist jetzt ernst gemeint. Wann hat er Ihnen das erste Mal von seinen 4 Ehen vorher erzählt? Oh, das war erst irgendwie, nachdem wir uns 2 Monate oder so getroffen haben. Erst dann kam das, ja, nicht sofort. Also, Volker hat schon gesagt, ich war schon mal verheiratet. Ja. Ich war schon mal verheiratet. Heißt ja nicht gleich für mich, dass er 4-mal schon verheiratet war. Nicht unbedingt. Nee, und schon mal ich war ja auch verheiratet. Insofern dachte ich, naja, er war einmal verheiratet, ist geschieden, das ist völlig normal und legitim. Und als ich dann später hörte, 4-mal, oh ja, habe ich gedacht, na. Naja. Darf ich mal eine Frage stellen? Haben Sie das immer so gemacht, dass Sie die Frauen 7 Stunden lang totgeredet haben? Ich hatte keine Stoppuhr dabei. Es war ein Nehmen und ein Geben eigentlich. Ja? Wenn ich nur hätte reden müssen, ich glaube, dann hätte ich mich nicht verliebt. Weil aber hat sich mit dem Alter was verändert, wie Sie Frauen kennengelernt haben? Also wenn Sie 5 sozusagen auch geheiratet haben, nehme ich mal an, Sie haben mindestens 5 so intensiv kennengelernt. Das heißt, wie hat sich das verändert mit dem Alter? Genau, die Frage wollte ich auch gleich stellen. Flirtest du anders, ne? Zwischen mit 20? Nee, aber die Frage ist eine sehr gute Frage für dich. Flirtest du anders mit 20, 40 und mit 70? Ich nehme an, ja.
Aber das weiß ich nicht, ich weiß, man verhält sich ja je nach Alter sowieso immer anders. Man macht also, aber da ich also auch verrückte Sachen immer noch mache und also bin ich, glaube ich, nicht so viel anders. Und ich flirte auch nicht gezielt. Na, also nicht mit nicht im, nee, mit die weiße Frau dahin, nicht so mit Hinblick auf das, nicht so, aber nicht so mit Hinblick auf das Ergebnis dann oder so. Anders weiß ich nicht. Das ist jede Frau ist ja auch anders. Nicht? Wenn ich sage, hey Blondie, das wäre ja ganz falsch. Nein, da würde ich auch nie sagen so ein dummes Wort. Blondie, nein, flirten. Das ist einfach, wenn man sich angezogen fühlt voneinander und wenn das Kribbeln beginnt und wenn ein Mensch einen so sehr interessiert, dass man ihn nicht mehr missen möchte, dann flirtet man halt, nicht, denke ich, ein bisschen. Weil man möchte ihn ja auch nicht gehen lassen dann. Wird man gelassener im Laufe der Zeit, dass man sagt, naja, gut, das Leben ist so. Und wenn es dann passiert, wenn man es wirklich ernsthaft ineinander verlieben, dann riskiere ich es eben noch mal. Es macht es mit einem eigentlich. Weißt du, am Anfang haben wir auch gesagt, wir wollen nicht zusammen, noch nicht gleich hier zusammen wohnen oder sowas. Jeder hatte seine Wohnung. Wir haben uns besucht gegenseitig. Sie hatte ihre beiden Söhne, ne? Und ich hatte meine Familie auch, meine Töchter und meinen Sohn und so. Und wir haben gesagt, nee, wir sehen uns. Und dann wurde das immer enger und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann kam dann dieser Wunsch, dass man eben nicht dann abends immer nach Hause fährt. Der eine da und der andere da. Dazu kam, muss ich sagen, also im Moment mal vielleicht kurz ein bisschen ernster zu werden. Ich wollte nicht so vereinsamen. Ne? Ich wollte nicht so einer von diesen Männern werden, die dann in ihren Trophäen sitzen. Ich war zu Hause in der Wohnung, ne? Alles meins. Ne? So, das ist der Preis, den und den habe ich da bekommen, den da und dann da. Das ist meine Flasche Wein, die trinke ich jetzt mal alleine für mich und so. Genau, das fand und dann ich, reiten wir zusammen in den Sonnenuntergang. Ja, so. Ja. Nein, das fand ich auch irgendwie nicht mehr schön. Ich fand das, und die Sehnsucht immer zu haben, doch bei dem anderen Menschen zu sein dann. Ne? Und dann habe ich Kühl gefragt, eben irgendwann habe ich gesagt, könntest du dir vorstellen, mich zu heiraten? Dann sagt sie, ja, musst mir aber erst mal einen richtigen Antrag machen. Ne? Das heißt, sie haben ihn wieder abtropfen lassen? Ja so leise. So, ja. Ja, es war schon, man spürte schon drunter, dass es eventuell gut gehen könnte. Ja, und dann habe ich den Heiratsantrag gemacht. Ne? Ja, ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich dachte, naja, kulturelle Unterschiede und viermal verheiratet, muss ja nicht unbedingt sein. Wir können ja weiterhin zusammenleben, jeder hat seine Wohnung, aber muss nicht unbedingt sein. Aber irgendwann, er hat es so rührend gemacht, ich konnte da nicht Nein sagen. Ich meine, man muss ja sagen, der Mann hat bei dem, was er da tut, ja auch eine gewisse Routine, ne? Das muss man ja sagen. Ja. Das weißt du, dass ihr, aber das machst es du ist weil, natürlich nicht, weißt du ja selber. Ja, klar. Weißt du ja selber. Wenn ich Routine hätte, würde, glaube ich, niemand mir jemals ein Ja gegeben haben. Ne? Weil das ist ich finde diese serielle Monogamie, finde ich, wenn ich mit einem Menschen bin, bin ich mit einem Menschen. Genau, ne? Das meine ich. Das bedeutet ja auch, dass man sich mit Haut und Haaren einlässt. Ja, dann bin ich auch für den Menschen da. Und dann ich denke auch, das ist für immer und ewig. Bei uns ist es jetzt für immer und ewig. Aber auch aufgrund meines Alters. Nein, das nicht. Aber es ist für immer und ewig. Man sagt ja auch nicht, ich heirate jetzt mal oder sowas. Ne? Genauso wie ich ja ganz schlimm finde, wenn eine Beziehung zu Ende geht und dass man dann die abtut. Dass man so tut, als hätte es die nie gegeben. Ja, aber deswegen, bei uns zum Beispiel, wir kümmern uns umeinander. Nicht? Das ist also gut, das ist immer ein schmerzhaft, wenn eine Sache zu Ende geht. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Nun sind meine Beziehungen nie zu Ende gegangen aufgrund eines anderen Menschen. Sondern sie sind immer auseinandergegangen, weil man sagt, das ist vielleicht nicht mehr so, es passt nicht mehr zu unserer Lebensform. Mhm. Du hast andere Wünsche oder du bist traurig geworden an meiner Seite. Oder Wünsche ändern sich. Und ich habe dann immer dazu geneigt zu sagen, du, dann lass uns, ehe wir traurig werden und ehe wir uns vielleicht wehtun gegenseitig, lass uns lieber das lassen. Und wir bleiben aber im Herzen und wir wussten, dass wir uns mal geliebt haben und, ne, und Das war der Grund auch tatsächlich für diese Einladung, weil wir das Gefühl hatten, lass uns da mal drüber reden. Das ist so ein Lebensmodell, das bei immer mehr Menschen eine Rolle spielt. Ja. Und auch die Ehrlichkeit, so damit umzugehen, auch die Tatsache, das finde ich eine ganz große Leistung, ehrlich gesagt, den ganzen Laden trotzdem so zusammenzuhalten. Sind Sie befreundet mit seinen Ex-Frauen? Ich verstehe mich sehr gut mit der ersten Ehefrau, muss ich sagen. Und mit den anderen Frauen verstehe ich mich auch ganz gut. Also jetzt habe ich nicht so viel damit zu tun, aber nein, mit klar, der Billy. Aber ihr seid so eine große Clique. Ja, Grunde, sind wir wirklich, ja. Ja, Billy, meine erste Frau ist. Und unglaublich ganz toll mit den Kindern, also mit den Töchtern. Ganz toll, auch mit dem Sohn.
Also wir sind da wirklich eine große Familie, auch meine Kinder. Ja. Und das ist so toll. Mein Sohn Lacher und Sassi, die große Tochter, das ist Bruder und Schwester. Mhm. Einfach toll. Wie hat es denn dann am Ende funktioniert? Also wie hast du das denn hingekriegt, dass sie dann doch noch Ja sagt? Das dann durch den Heiratsantrag. Und dann hat sie noch ein bisschen gezögert und dann hat sie Ja gesagt. Aber wahrscheinlich durch die Jahre davor. Wie macht der Profi das? Wie hat das gemacht? War das so ein romantischer Moment irgendwo, weiß ich nicht, im Heißluftballon? Oder? Ja, ich glaube, er hat schon vorher erstmal die Genehmigung von meinem Sohn geholt. Das war alles vorprogrammiert, das war ganz wichtig. Das war das Wichtigste, ne? Weil Lacher und ich waren komisch, Liebe auf den ersten Blick. Das gibt es ja. Also Lacher war ihr Sohn. Ja. Und der war in einem Alter, wo jetzt ist er 17, wird 18 bald. Wir haben es gesehen und geliebt. Ne? Das kannst du auch nicht erklären. Mhm. Da kannst du auch nicht dran arbeiten. Und ich habe auch nie Vater da gespielt oder sowas. Es waren einfach zwei Menschen, die sich geliebt haben. Er hat natürlich gespielt, er tut meiner Mutter gut. Ja, was ja für wichtig ist, finde ich. Ja, wehe nicht. Ne? Dann, und also mag ich ihn. Und dieses Mögen wurde richtig zu einer großen Liebe zwischen uns beiden. Ne? Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt einfach. Ne? Und der Heiratsantrag selbst, das musst du erzählen, da kann ich erzählen. Er hat das eher. Ja, also er mach dich mal schön, wir gehen mal heute Abend essen und dann waren wir halt in einem schönen Lokal. Und Lacher, ich sag, ohne Lacher geht das gar nicht, weil dann wird das die Hölle und so. Und ich sag, Lacher, Gül war nicht da und wir saßen in ihrer damaligen Wohnung. Ich sag, Lacher, komm, ich muss mit dir reden. Und wir sitzen uns so gegenüber. Ich sag, Lacher, ich würde deine Mama gerne heiraten. Hast du was dagegen? Pause. Guckt mich an, macht. Jupp. So. Ja. Ja. Süß. Ja. Ja, ist gut. Ja. Mhm. Ja. Romantisches Abendessen, haben Sie schon was geahnt? War Ihnen klar? Nee, der hat das ganz geschickt gemacht. Also ich habe es wirklich nicht geahnt. Ich habe nachher, als wir dann da waren, als dann das erste, nach Viertelstunde kam erst mal ein Päckchen. Und ich dachte, ups, was kommt jetzt? Beim kuscheligen Restaurant, ich habe da alles vorbereitet, er schmückt das schön, ja, hat es dann verhängt in der ganz, Ecke. Ganz romantisch, Profi halt. Ja, alles vorbereitet, genau, Kellner wussten Bescheid, alles, wo ich dachte, schon ein besonderer Abend. Ja, und dann kam das erste Päckchen und dann öffnete ich, und es war ein ganz wunderbarer Ring, und ich dachte, ups, ich habe weder Geburtstag, nichts, und dann kam immer wieder ein Spruch dazu. Und viele Stunden später kam noch ein Päckchen, noch ein Ring. Ich dachte, was jetzt? Kam immer noch nichts. Und beim dritten Päckchen hieß es dann, also erstmal, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Und bei dem, also konnte sie nicht, also schön hatte mir vier Ringe. Wow, vier Ringe? Vier Ringe. Der Herr der Ringe war ganz anders hier. Wahnsinn. Ja, es war einfach wirklich rührend. Es war total süß. Ich habe dann erstmal trotzdem einen Moment gezögert, weil ich dachte, jetzt hast du mich zappeln lassen. Immer mal einen Ring und nichts gesagt. Ich dachte, was kommt jetzt? Was wird das jetzt eigentlich? Aber nach einer kurzen Zeit habe ich dann Ja gesagt. Volker, wenn du zurückblickst auf dein Leben, würdest du das wieder genauso machen? Auch immer wirklich mit Haut und Haaren da rein? Oder gab es irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, ich bin jetzt eigentlich beziehungsgeschädigt, ich habe mich nie als... Natürlich war Schmerz dabei, ne? Aber Schmerz ist auch in der Ehe, Schmerz ist dann... Mhm. Also, klar, Abschiedsschmerz und dann aber war wieder... Ich bin oft gefragt worden, würdest du was ändern, würdest du was anders gemacht haben? Ich halte davon nichts. Mein Leben ist so verlaufen, wie es verlaufen ist, weil ich es so gemacht habe. Und ich bin sehr glücklich mit dem Leben. Ich lebe wahnsinnig gerne. Ich hätte das mit allen Fehlern genauso wieder gemacht, glaube ich. Weil ich hätte auch nicht anders gekonnt. Bei anderen hätte ich mich verbiegen müssen, hätte ich irgendwas spielen müssen, was ich nicht bin oder was ich nicht fühle oder so. Auch im Beruf. Ne? Ich habe im Beruf ja immer das gemacht, wo andere dann gesagt haben, du kannst ja jetzt nicht zu Radio Luxemburg gehen und kannst dafür Frank moderieren. Oder so. Du bist doch klassischer Schauspieler. Frank Elstner. Ja, ne? Oder heute steht ja noch... Oder Sänger werden. Ja, heute steht ja noch oft der Schlagersänger
vergleicht man. Da haben völlig vergessen, dass ich König Lear gespielt habe, dass ich auch mal von König, dass ich alles diese riesen Theaterrollen. Wir wissen Bescheid, wir haben hier schon herrlich gesungen zusammen. Ja, wunderbar. Das machen wir. Hast du dein Klavier heute nicht mit? Nein, heute nicht, aber das machen wir bei nächster Gelegenheit wieder. Ja. Machen wir nur alle 2 Jahre. Okay, ich melde mich dann bei dir. Ja, Oder dann sehen wir uns wieder. Nein, aber ich hätte nichts anderes. Ich halte auch nichts davon, wenn man das sagt. Also weil dann war man mit seinem dem nicht zufrieden und ist vielleicht immer unzufrieden und es könnte doch besser gewesen sein oder schöner gewesen sein. Glück, das ist das Wichtigste. Das muss man einfach zu schätzen wissen. Ich denke, das ist das Wichtigste im Leben. Herrlich. Gül und Volker Lechtenbrink, herzlichen Dank. Schön, euch beide hier so zu erleben. Im Herbst wieder in Hamburg auf der Bühne, ne? Dann auch auf großer Deutschland-Tournee. Leben so, wie ich es mag. Leben so, wie ich es mag. Ist ein Stück, das deine Tochter übrigens... Hat meine Tochter geschrieben und inszeniert auch. Spiele ich mit meinem geliebten Roland Renner. Der spielt alle Rollen und ich spiele nur mich. Und singe darin zum ersten Mal seit Jahren, 15 alte Lieder wieder, ne? Unter anderem Leben so, wie ich es mag. Das lohnt sich definitiv. Also, Volker Lechtenbrink, den wir auf der Bühne sehen werden. Und ich freue mich sehr, dass Lena Bröder heute bei uns ist, die, glaube ich, gerade mörderisch im Stress ist, Lena, ne? Ja, es ist momentan viel zu tun, das ist ganz klar. Ich wurde am 20. Februar zu Miss Germany gewählt und seitdem hat sich mein Leben komplett geändert. So, und stimmt es, dass eine Miss Germany, habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass die gar nicht verheiratet sein darf? Das ist richtig, weil der Name bringt es ja schon mit sich, eine Miss Germany. Sonst, wenn ich verheiratet wäre, dann würde ich Mrs. Germany heißen. Das macht dann gewissen Sinn, ja? Aber es ist also ganz harte Regularien, ja? Was darf noch nicht sein? Also ganz klar, ich muss ledig sein. Ich darf keine Kinder haben. Ja. Bis dahin kann man auch Papst werden, wenn man ein Mann ist, ja, an der Stelle? Ja. Ja. Ganz wichtig als Miss Germany, dass ich natürlich die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Und was uns ganz genauso wichtig ist auch für das Management, dass es keine Nackt- oder Erotikaufnahmen von mir gibt. Warum nicht? Weil wir natürlich auch das Ganze seriös veranstalten. Und es ist schon öfter auch mal vorgekommen, dass dann auch mal der ein oder andere Titel weg war, weil dann doch noch mal Nacktbilder aufgetaucht sind. Und dementsprechend finde ich das aber auch schön zu sehen, dass es wirklich so wichtig ist, dass das Ganze seriös abläuft. Das heißt, Ihr Freund muss sich jetzt Minimum noch ein Jahr gedulden, bevor er Sie dann mit 4 Ringen überraschen darf? Ich werde ihn mal fragen, ob ich dann auch 4 Ringe bekomme. Das ist natürlich als Frau super, wenn man natürlich selber dann noch aussuchen darf. Total. Aber genau so sieht es aus. Also in diesem Jahr mit Hochzeit läuft da gar nichts. Ja. Lena, wir haben Sie deswegen vor allen Dingen eingeladen, weil wir Ihre andere Seite so interessant finden, eine Geschichte interessant finden. Miss Germany und Religionslehrerin. Ich habe das in meinem Schädel irgendwie nicht zusammengekriegt. Wie geht das? Also wie passt das zusammen? Ich weiß, dass Hoffart, also Eitelkeit, ist ja eine der 7 Todsünden. Wie erklären Sie das dem lieben Gott? Es ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Ich merke es auch immer noch. Gerade die Medien haben noch ein sehr großes Interesse an dem Thema. Ich muss dazu sagen, dass ich die Misswahlen gemacht habe, bevor ich mich überhaupt für ein Studium entschieden habe. Also ich bin selber noch zur Schule gegangen, als ich meine erste Misswahl gemacht habe. Wie alt waren Sie da? Wie alt war ich da? 20. Also ja, 6 Jahre her. Genau. Warum haben Sie das gemacht? Was ist das Faszinierende für Sie daran? Es war eine recht spontane Idee. Ich bin damals über einen Internetaufruf, so wie es heute auch ist in der Zeit, drauf gestoßen. Das war damals die Wahl zu Miss Göttingen. Damals habe ich noch im Harz gelebt bei meinen Eltern. Und dann habe ich da einfach mal mitgemacht, bin da auch relativ blind an die Sache rangegangen und habe aber schnell gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Ich habe direkt an diesem Abend viele Kontakte geknüpft. Und das hat sich dann über die Jahre eigentlich so hinweggezogen. Das ist eine irre Ochsentour, ne? Ich habe das vorhin gesagt, das sollte gar nicht despektierlich klingen. Sie haben ja wirklich jeden Titel abgeräumt. Wie viele sind es? 16 oder so, ne? Ja, 16. Ich habe ja jetzt letzte Woche bei der Miss EM-Wahl im Europapark mitgemacht. Bin für Deutschland ins Rennen gegangen, sprich, das war die 17. Schärpe. Bin dann ja noch Vize-Miss EM 2016 geworden, also sind es jetzt 18 Schärpen, die zu Hause hängen. Unfassbar. Okay. Und die hat man dann zu Hause hängen, ja? Aber es ist ja wirklich eine...
ist ja teilweise eine wirkliche Ochsentour, ne? Also wenn du dann Miss Goslar wirst und so weiter. Kommt dann auch Sigi Gabriel eigentlich mal vorbei? Der wohnt doch in Goslar, Sigmar Gabriel, ne? Ja, also diese Miss Goslar-Wahl, die gab es danach, glaube ich, gar nicht mehr. Also hieß früher auch mal Miss Harz-Wahl, glaube ich. Nee, also es ist schon so, dass man bei der ein oder anderen Wahl der Miss Germany Corporation auch mal einen Prominenten mit in der Jury hat. Aber meistens ist es dann noch eher recht klein gehalten. Und Wolfgang Bosbach, glaube ich, ist einer derjenigen, die auch in der Jury sitzen. Ja, immer wieder, schon seit Jahren macht er das immer wieder. Genau, und er steht da auch zu, er wird wohl auch oft gefragt, warum er zu solchen Veranstaltungen geht. Und er bekennt sich dazu und sagt auch ganz klar, wer einmal bei so einer Veranstaltung war, der weiß auch, um was es geht. Und am Freitag bei der Miss EM-Wahl saß seine Tochter in der Jury. Das hat also Familientradition sozusagen. Scheinbar schon. So, und jetzt nochmal auf die andere Seite zu kommen. Sie sind angehende Religionslehrerin, ja? Das heißt, stehen dann auch vor einer Schulklasse und unterrichten Religion. Erklären den kleinen Kindern, ob der liebe Gott einen Bart hat oder nicht. Waren Sie Messdienerin auch in jüngeren Jahren? Ich war keine Messdienerin, aber ich war bei den Sternsingern und bei den Pfadfindern. Mhm. Das hing damit zusammen, dass ich bin nicht streng religiös oder katholisch erzogen worden, aber wir hatten doch einen guten Kontakt zur Gemeinde. Meine Mutter hatte auch die Pfadfindergruppe damals geleitet. Dementsprechend waren wir da auch eigentlich alle mit drin, also zusammen mit meinen drei Schwestern. Und ich war auch im katholischen Kindergarten. Das heißt, man kam früh in den Kontakt, auch mal Gottesdienste vorzubereiten. Und so hat sich das dann letztendlich durch die Kindheit gezogen. Manche sagen, das ist ja ein erster vorsichtiger Einstieg ins Showgeschäft. Ja, wenn man sich in der katholischen Kirche auch schon engagiert. Ja, haben die einen oder anderen ja auch schon erfolgreich gemacht. Aber so eine gewisse Grundeitelkeit und auch Oberflächlichkeit, die das natürlich auch mit sich bringt, das kollidiert an dem Punkt. Für viele kollidiert das, ja. Für mich selber nicht. Wie setzen Sie sich damit auseinander? Es ist natürlich ganz klar, dass sowas mit sehr vielen Klischees behaftet ist, die ich versuche momentan aufzuräumen. Man muss auch sagen, dass eine Miss Germany-Wahl auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Model-Wettbewerben aus dem Fernsehen verglichen werden darf. Weil bei uns, bei der Miss Germany-Wahl, geht es darum, eine Persönlichkeit zu finden. Jemand, der sich repräsentiert und nicht Mode präsentiert. Und dementsprechend, das würde ich aber jetzt den anderen auch nicht unbedingt absprechen, ne? Also so. Ja, aber bei einer Miss Germany-Wahl ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass ich muss sprechen können. Ich muss ein bisschen Intelligenz auch mitbringen, weil es wirklich darum geht, dass man ja mit dem, was man ist und was man in sich hat, dass man damit punktet und nicht nur mit der reinen Oberflächlichkeit, nicht nur mit dem Äußerlichen. Das leuchtet mir bis zu einem bestimmten Punkt ein. Aber ich sag mal, sprechen können die anderen auch alle. Und nett sind die auch. Und Intelligenz, doch, komm. Die meisten von denen, das sind doch. Da würde ich jetzt nicht so drüber weggehen. Wir hatten einige von denen auch tatsächlich hier. Das sind eigentlich durch die Bank sehr kluge, selbstbewusste junge Frauen. Und auf der anderen Seite müssen sie ja trotzdem, ich sag mal, das, was dann auch zu so einem Wettbewerb gehört, nämlich, dass du im Grunde Klamotten vorführen musst, dass du dich in Bademoden präsentieren musst und so weiter, das müssen sie ja auch. Also das heißt, aus der Nummer sind sie nicht ganz raus. Das stimmt teilweise, aber an diesem Abend wurde mir nicht vorgeschrieben, man sieht, ich habe einen Zopf getragen, was ungewöhnlich ist, und das habe ich selber entschieden, für mich, dieses Kleid, was ich anhabe, das ist mein eigenes Kleid. Und dementsprechend konnte ich auch ein Stück von mir selber sein. Natürlich, die Bademode hatten wir einheitlich, damit das irgendwo auch konkret auch bewertet werden kann. Ja. Aber es ist natürlich auch kein knapper Bikini gewesen. Also wer sich das mal anguckt, sieht das auch. Darf ich einmal ganz kurz dazwischen? Also für mich ist sozusagen jetzt, wenn jemand sagt, ich darf selber entscheiden, ob ich einen Pferdeschwanz mache oder nicht, ja, das ist jetzt für mich nicht die Speerspitze der Frauenbewegung, die da gerade jetzt zur Aufführung kommt. Doch, ich finde schon. Also ich finde schon, dass sehr vieles vorgeschrieben wird, wie wir Frauen zu sein haben. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir Frauen uns nicht verstecken, sondern auch, auch zeigen, dass wir stark sind, selbstbewusst sind und dementsprechend auch Entscheidungen treffen. Eigenständige Entscheidungen. Aber das sprechen Sie doch, das verstehe ich. Nur, das sprechen Sie doch den anderen nicht ab, oder? Das sprechen Sie doch den anderen nicht ab. Ich meine, man steht doch da auch am Ende unter einem gewissen Druck. Also die Figur muss stimmen, Aussehen muss stimmen. Und dann läufst du da auf und ab. Und da unten sitzt eine Jury, bestehend aus wem auch immer, und guckt sich das an und sagt irgendwie Daumen hoch, Daumen runter. Also es hat natürlich viel mit Geschmack zu tun. Das ist ganz klar, das kann ich nicht abstreiten. Weil mir geht es ja ähnlich. Mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist, es geht natürlich da auch um Oberflächlichkeit. Es geht um Äußerlichkeit, was ich gar nicht verwerflich finde. Ich will nur sagen, das ist kein Unterschied zu dem, was die anderen auch machen.
Für mich ist es ein Unterschied. Wie gesagt, also ich habe die Misswahlen jahrelang gemacht und ich weiß auch das Team, das dahinter steckt und kenne auch alle und weiß auch, dass die Mädchen, wir waren ja insgesamt 3 Wochen auch im Miss Germany Camp und dass es auch immer wieder um die Persönlichkeit ging. Wir wurden, zum Beispiel haben wir verschiedene Kurse gemacht, dass wir selbstbewusst werden. Und ich wollte eigentlich nur einmal Teil dieser Show sein, 3 Wochen mit in dieses Camp und damit hatte ich mein Ziel eigentlich schon erreicht. Das sei Ihnen absolut gegönnt. 6 Mal haben Sie das gemacht. Das heißt, jetzt ist so ein Punkt, von dem Sie sagen, das reicht jetzt. Jetzt gehe ich zurück in mein altes Leben oder neues Leben. Es fängt ja gerade das an als Lehrerin. Ja, nächstes Jahr am 1. März werde ich wieder zurück in die Schule kehren. Sie hatten es ja schon gesagt, ich bin ja noch Lehramtsanwärterin. Mhm. Sprich, ich habe noch einige Monate Ausbildung vor mir. Und ja, die möchte ich auch gerne erstmal hinter mich bringen. Und ich werde aber jetzt in dem Jahr gucken, dass ich den Fuß in der einen oder anderen Tür drin lasse, mir die noch ein bisschen offen halte und gucke, was sich nebenbei noch vereinbaren lässt. Um was zu machen? Zum Beispiel kann ich mir unheimlich gut vorstellen, auch die Misswahlen weiterhin hier irgendwo noch mitzuerleben, zum Beispiel als Moderatorin. Ah, okay, das wäre eine Idee. Eine letzte Frage, Lena. Jemand wie Sie, der auch sehr reflektiert über sowas spricht. Wenn man dann weiß, ich stelle mich irgendwann vor so eine Schulklasse und dann sind da diese ganzen kleinen, die Jungs, denen ist das eher wurscht, die wollen im Zweifel, weiß ich nicht, Bastian Schweinsteiger werden, aber die Mädels, die da drin sitzen, die wollen dann werden so wie Sie. Und denen kommen Sie dann und sagen, pass auf, also eigentlich ist aber wichtiger der liebe Gott und dass ihr nett seid zu denen, die um euch herum sind und so weiter und nicht so egoistisch seid und all diese Dinge. Also das ist eine große Aufgabe, die da auf Sie wartet. Es ist natürlich eine große Aufgabe, aber ich sage immer auch, dass ein guter Lehrer vor allem viel Lebenserfahrung ausmacht, dass er auch aus seinem Leben erzählen kann. Und der Religionsunterricht, also ich gehe jetzt mal direkt auf Religion, der lebt ja von Lebenserfahrungen. Weil ja, so arbeite ich ja letztendlich, dass ich die Erfahrungen der Lebenswelt der Schüler auf die Erfahrungen von damals beziehe. Und davon lebt das Ganze. Und wenn ich immer wieder so ein Stück von meiner Lebenserfahrung auch mit reinbringen kann und auch mal auch selber von mir erzählen kann, dass man manchmal auch ein bisschen Biss im Leben haben muss, bis man gewisse Dinge erreicht. Ich glaube, dann kann man da schon auch als Vorbild agieren. Das ist mit Sicherheit das eine, aber Sie müssen natürlich, so stelle ich mir das vor, also man muss denen ja auch vermitteln, pass mal auf, darum geht es eigentlich nicht. Und du bist auch wertvoll und wichtig, wenn du nicht bei einer Miss Germany-Wahl ganz oben stehen kannst oder wenn du nicht so aussiehst wie das nächste Topmodel. Du bist an sich ein wertvoller Mensch. Das muss man ja jungen Leuten vermitteln können. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch in unserer Welt, und das ist ja auch so der Griff an die eigene Nase, in unserer Welt, die so medial geprägt ist, ist das schwerer und schwerer, das Kindern zu vermitteln. Es ist generell ja schwierig, überhaupt Werte noch zu vermitteln. Ich finde auch mal, Werte vermitteln ist ein bisschen ein falsches Wort, weil letztendlich kann man sowas ja auch nicht lehren. Man kann es versuchen, irgendwie rüberzubringen. Mhm. Jeder muss es aber für sich selber auch annehmen. Ich kann aber sagen, dass ich auch die ersten 2 Wochen nach meinem Sieg bei der Miss Germany-Wahl noch in Dienstpflicht war. Sprich, ich habe noch unterrichtet und kann zu 100% sagen, dass es gut funktioniert hat. Ich stehe immer noch im engen Kontakt. Ich fahre morgen wieder zur Schule. Und freue mich auch dementsprechend, die Schüler wiederzusehen, weil die das auch ganz toll finden und auch in vielen Interviews gesagt haben, die waren unter anderem auch in der Schule bei uns, dass sie nicht nur finden, dass sie eine tolle Miss Germany, sondern auch eine tolle Religionslehrerin bin. Ja, das ist doch ein schönes Kompliment. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie stolz auf Sie sind. Herzlichen Dank, Lena. Sie treffen demnächst den Papst, ne? Demnächst gibt es ein Treffen in Rom mit dem Papst. Eine kleine Audienz oder was wird das werden? Ich habe am nächsten Mittwoch als erste Miss Germany seit 1927 eine private Audienz beim Papst bekommen. Privat, wirklich privat? Ja, das steht in dem Zusammenhang, dass jetzt Mitte Juni mein Buch über den Herder Verlag erscheint mit dem Titel Das Schöne in mir mit Glauben zum Erfolg. Mhm. Das werde ich ihm dann überreichen und hoffe, dass ich noch so ein ganz kleines Gespräch mit ihm führen kann. Das wäre super, das wünsche ich Ihnen. Ist ein faszinierender Mann. Und mit dem kann man sich, glaube ich, auch über Eitelkeiten und die Blase, in der wir alle so leben, sehr, sehr gut unterhalten. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und apropos Blase. Herr Kolff, um eine Blase geht es ja letzten Endes auch, wenn wir über das reden, was Sie gemacht haben. Ne? Sie haben gesprochen mit einem der reichsten Deutschen überhaupt, mit einem der reichsten Menschen überhaupt auf der Welt. Kann man so sagen? Ja. Milliardär auf jeden Fall. Genau. Ich würde gerne zu Beginn von Ihnen wissen wollen, wie kommt ein solches Interview zustande mit einem Mann, von dem man weiß, der schirmt sich ab, die ganze Familie schirmt sich ab und die wollen alles außer Öffentlichkeit und in irgendeiner Form stattfinden, öffentlich.
Ich kann Ihnen nur sagen, ich war genauso überrascht. Ich habe das zwar natürlich im Zuge der Recherchen, die wir gemacht haben zum Thema Aldi Nord und diesem Familienstreit, natürlich ein Interview angefragt. Ist sofort gesagt worden, geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Und dann war ich zu einem Hintergrundgespräch in der Aldi-Zentrale. Und während des Gesprächs plötzlich wurde mir angeboten, was würden Sie sagen, wenn jetzt gleich hier Theo Albrecht reinkäme und Sie ein Interview führen könnten? Ich dachte erst, die wollten mich auf den Arm nehmen. Und dann plötzlich wurde das klar, ja, der kommt jetzt gleich hier rein. Dann ging die Tür auf, Theo Albrecht kam rein. Ich war eigentlich überhaupt nicht vorbereitet auf das Interview. Ich wollte gerade sagen, Sie hatten keine Fragen vorbereitet. Ich hatte mir keine Fragen vorbereitet. Ich war einfach, ich musste dann spontan dieses Interview führen. Was waren denn die Bedingungen für dieses Interview und wie ging es dann weiter? Die wichtigste Bedingung war, das sagte er auch, nachdem er sich, stellte sich kurz vor, sagte freundlich guten Tag. Und dann das Erste war natürlich, keine Fotoaufnahmen, keine Tonaufnahmen. Das war ganz klar. Ich durfte also auch nicht mitschneiden, ich musste mitschreiben. Das ist natürlich schwierig, wenn man nicht vorbereitet ist, keine Fragen vorbereitet hat, sich aufs Gespräch konzentrieren muss, in dem Moment merkt, da passiert was Historisches und gleichzeitig auch noch mitschreiben muss, dass man es hinterher auch noch lesen kann. Das ist ja die größte Schwierigkeit dabei. Und auch nicht falsch zitiert, ne, zum Beispiel. Richtig, das war natürlich, die zweite Bedingung war, das Interview wird hinterher noch mal schriftlich vorgelegt und autorisiert. Ja. Aber das ist ja heutzutage auch... Haben Sie ihn überhaupt erkannt? Ich meine, der Mann, der plötzlich vor Ihnen stand, war Ihnen klar, das ist der Mitinhaber von Aldi Nord, der Sohn vom legendären Aldi Nord-Gründer? Das ist schwer, weil es von ihm ja so gut wie keine Fotos gibt. Ja. Es gibt ein einziges Foto gibt es von ihm. Das ist, weiß ich jetzt, weil ich ihn gesehen habe, schätzungsweise knapp 20 Jahre alt. Das ist dieses Foto. Das ist genau dieses Foto. Das heißt, der Mann sieht heute vollkommen anders aus. Er sieht nicht vollkommen anders. Er hat jetzt weiße Haare, der ist natürlich entsprechend älter, ist bitte 60. Ich kannte auch Fotos von seinem Vater und dem sieht er auch etwas ähnlich. Von daher war mir schon klar, es ist der Richtige, der da vor mir steht. Wir haben ja keinen Double vorgesetzt. Mhm. Aber ja. Ja. Ich weiß das von Interviews mit Menschen, die sehr scheu sind oder die eine sehr, sehr hohe politische Funktion beispielsweise haben. Da kommt ja immer so ein Raunen, so ein Flirren vorher schon. Da kommt so eine ganze Entourage von Menschen und so weiter. Und dann merkst du, oh, jetzt geht's gleich los. Und dann steht er da oder sie da plötzlich. Wie war's da? Völlig anders. Völlig anders, ganz selbstverständlich natürlich. Der hatte sein Büro, ich war in einem kleinen, ganz schlichten Konferenzraum. Also auch ganz spartanisch ist das da relativ. Sie machen kein großes Gewese. Wie sieht's da aus? Und ja, also alles wirklich auf die Funktion reduziert. Ganz einfache, schlichte Sachen, auch nicht wirklich. Das muss nicht modern sein, das ist alles sehr gepflegt, alles sehr sauber, alles als wunderbar, aber eben nicht modern und nicht schick und nicht Luxus. Und das ist die Zentrale von Aldi Nord? Von Aldi Nord, die ist mitten im Arbeiterviertel Essen-Krei, mit Mehrfamilienhäusern drumherum mittendrin. Plötzlich diese ganz schlichte Zentrale, auch steht nicht oben Aldi drauf, nur ganz klein am Klingelschild. Und es war wirklich, der hatte sein Büro nebenan von diesem Konferenzraum und kam einfach so um die Ecke rum, machte die Tür auf und gab mir die Hand. Das war ganz, mir war in dem Moment auch dann nicht so bewusst, das ist so ein historischer Moment. Das wurde mir hinterher klar, als alle ankamen, boah, du hast mit Theo Albrecht gesprochen. Ja, klar. Also das war mir in dem Moment, habe ich mich einfach nur voll auf die Sache konzentriert. Das erzählt ja viel, auch diese Situation in die Umgebung, in der sowas stattfindet und auch die Art des Auftritts. Erzählt ja sehr viel auch über das Verständnis eines solchen Menschen von der eigenen Firma, auch von der eigenen Familiengeschichte, ja. Von der Art und Weise, wie man sich selber auch versteht, ja, auch als Marke versteht. Designeranzug, Designermöbel, all diese Dinge? Ganz schlichte dunkelblaue Sakko mit Goldknöpfen, sehr konservativ, blaue Krawatte auf dem hellblau gestreiften Hemd, also wirklich alte Schule. Eher bescheidenes Auftreten. Im Grunde genauso, wie man das eigentlich auch erwartet hat. Dass die Philosophie, die auch schon von seinem Vater, Theo Albrecht Senior, kommt, ist ja die, wir nehmen uns zurück, wir sind bescheiden. Die Firma steht in der Öffentlichkeit Nummer eins. Wir stehen dahinter und wir nehmen uns nicht wichtig und treten auch nicht in der Öffentlichkeit auf. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch noch mal ein bisschen diese Familiengeschichte nachgelesen. Das ist eine faszinierende Geschichte. Der Vater der beiden Aldi-Gründer ist, glaube ich, an einer Staublunge irgendwann erkrankt. Klassische Bergmannskrankheit. Die Mutter musste dann mit so einem kleinen Laden, Gemischtwarenladen, eigentlich die Familie irgendwie durchbringen. Und aus dieser Familie, aus diesem kleinen Laden heraus, haben die beiden Brüder dann dieses Weltimperium aufgebaut, haben sich dann irgendwann getrennt, den Aldi
Aldi Süd und in Aldi Nord. Aldi Süd ein kleines bisschen erfolgreicher, wenn man es jetzt nach Umsatz oder Zahlen misst, als Aldi Nord, aber eigentlich unwichtig. Aber was daraus geworden ist, ist unglaublich. Ein weltumspannendes Imperium. Von wie vielen Menschen reden wir da zum Beispiel, die nur bei Aldi Nord beschäftigt sind? Um auch ein bisschen zu verstehen, was jetzt gleich kommt, um diesen Streit auch zu verstehen. Also das ist ja, ein gigantischer Konzern. Der ist ja nicht nur in Deutschland, der ist ja auch im Ausland, auch in den USA mit der Marke Trader Joe's, dieser Lebensmittelkette, die sie haben. Das sind über 50.000 Menschen, allein die für Aldi Nord arbeiten. 50.000 Leute. Ja. Das sind ja mehrere tausend, 2.500 Geschäfte allein in Deutschland. Mhm. Wenn dann so jemand vor einem steht, was will der dann umgekehrt von Ihnen wissen? Hat der Fragen gestellt? Von mir wollte der eigentlich nicht viel wissen. Nein. Das ist, ich nehme mich da auch nicht so wichtig. Ich glaube, ich stehe da ja nicht, weil ich Florian Kolff bin. Ich stehe da ja in meiner Funktion. Exakt. Ja, aber diese Funktion ist ja wichtig. Ich stehe da in meiner Funktion als Mitarbeiter des Handelsblattes, ja. Habe den riesen Vorteil, diese fantastische Wirtschaftsredaktion, die beste Wirtschaftsredaktion Deutschlands im Hintergrund zu haben. Nur deswegen bin ich ja da. Ja. Natürlich habe ich mir das auch erarbeitet. Ich habe natürlich auch da hart recherchiert. Ich habe auch schon andere Leute interviewt, Sachen geschrieben in der Richtung. Natürlich habe ich mir Standing erarbeitet. Sie sind ja jemand, der aber ich bin da als dieser Vertreter Welt des Handelsblattes. Wirklich jemand ist. Also das kann kein Zufall gewesen sein, dass er Ihnen dieses Interview gewährt hat. Ja, er hat dem Handelsblatt das Interview gewährt, würde ich mal sagen. Nicht mir. Freut mich, dass Sie so bescheiden sind, aber nehmen Sie es einfach mal als Kompliment. So, dann kommt es zu diesem Gespräch. Was wird gereicht? Was gibt es zum Essen? Nichts. Da steht natürlich das Wasser, der Aldi-Eigenmarke und eine Kanne mit Kaffee. Und er kam rein und sagte, möchten Sie Kaffee? Soll ich Ihnen einschütten? Das war so richtig... Also so, als wenn man sich so normal so zusammensetzt zum Erzählen. Da wird auch nichts groß gereicht. Das war ja auch, es geht um die Sache. Es geht nur um die Sache. Was war Ihre erste Frage an ihn? Worum ging es in diesem Gespräch? Und was war seine Motivation? Sie sagten selber gerade, es ist eigentlich ein historischer Moment, den Sie da miterlebt haben, sogar mitgestaltet haben. Was ist der Grund, dass jemand wie Theo Albrecht Junior jetzt plötzlich an die Öffentlichkeit geht? Man hat das Gefühl, schon seit einiger Zeit, da rumort es irgendwie hinter den Kulissen. Der Grund ist eben dieser tiefe Familienstreit zwischen diesen beiden Teilen der Familie. Auf der einen Seite ist Cecilie Albrecht, die Frau von Theo Senior, die Witwe, und ihr Sohn Theo Junior. Auf der anderen Seite sind jetzt die Erben des verstorbenen Bruders Berthold, Babette und ihre 5 Kinder. Und dazwischen ist wirklich schon jahrelang schwelt offenbar erst im Verborgenen, jetzt bricht es auf und man sieht es. Das ist Babette Albrecht, die wir hier sehen, ne? Genau, das ist ein tiefgreifender Familienstreit, der da herrscht. Da ging es, also sie ist das erste Mal sozusagen öffentlich bekannt geworden, als es um den Düsseldorfer Kunsthändler Helge Achenbach ging. Genau, der Aldi-Familie, ja. Ihrem Mann Berthold Albrecht, also dem Bruder des Mannes, den sie getroffen haben, zu überhöhten Preisen sehr teure Kunst verkauft hat. Und es gab in diesem Prozess, glaube ich, einen legendären Moment, als sie gefragt wurde, erstens nach ihrem Namen und zweitens nach ihrem Alter und drittens, was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau aus Essen. Das ist natürlich ein wunderbarer Moment, der sehr viel über dieses Selbstverständnis erzählt. Also das passt natürlich wiederum zu Aldi. Ne? Genau. Also warum hat es da hinter den Kulissen so gekracht? Es ist eine furchtbar komplexe Sache, man kann es aber relativ einfach runterbrechen. Es ist so, dass Berthold Albrecht seinen Anteil an Aldi Nord in eine Stiftung gelegt hat. Mhm. 2 Jahre bevor er gestorben ist, hat er die Satzung der Stiftung so geändert, dass seine Familie, also seine Erben, keinen Zugriff mehr auf dieses Geld haben. Nach seinem Tod waren davon natürlich die Erben alles andere als begeistert, sind vor Gericht gezogen und haben das hat Recht bekommen. Das Gericht hat einen formalen Fehler bei dieser Satzungsänderung gefunden und die Satzungsänderung rückgängig gemacht. Das heißt, im Ergebnis können in dieser Stiftung jetzt wieder die Erben, das sind 2 Töchter von Berthold Albrecht, die da jetzt im Vorstand sitzen, entscheiden, was mit dem Geld passiert. Nun könnten wir uns sagen, okay, ist ja egal. Ja. Privatsache, was die mit diesen Milliarden machen. Aber von diese Stiftungen, es gibt 3 Stiftungen insgesamt, das ist eine davon, finanzieren die gesamte Expansion von Aldi Nord. Also wenn die Filialen modernisieren, wenn die im Ausland expandieren, all das wird aus den Stiftungen finanziert. Und dann gibt es natürlich, wenn man im Hintergrund den Familienstreit kennt, plötzlich enormes Konfliktpotenzial. Denn alle 3 Stiftungen müssen immer gemeinsam entscheiden. Sobald eine Stiftung sagt, nein, ich möchte nicht, darf nicht ausgezahlt werden. Dann blockiert man sich sozusagen. Genau. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es 3 Stiftungen. Eine Stiftung gehört der Mutter des Mannes, den Sie getroffen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine ihm, Ihrem Interviewpartner. Und eine sozusagen dem verstorbenen Berthold Albrecht. Der aber
sozusagen verhindern wollte, dass seine eigene Familie, seine eigenen Kinder in dieser Stiftung irgendwas zu sagen haben. Ja. Im Sinne des Unternehmens. Also die Babette und die Kinder behaupten, er sei damals von seinem Bruder mehr oder weniger über den Tisch gezogen worden. Er war schon lange schwer krank, bevor er gestorben ist. Das heißt immer so, da, ich weiß es nicht. Ne? Also es heißt immer so, er sei über den Tisch gezogen worden damals. Das sei nur deswegen, weil Theo Junior die Macht im ganzen Konzern haben wollte. Das sind so diese. Aber man gerät da zwischen die Fronten. Der eine behauptet so, der andere behauptet so. Das ist schwierig zu beurteilen von außen. Das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt ein sehr aufschlussreiches Interview, das ZDF-Kollegen vor einigen Jahren mal gemacht haben mit einem ehemaligen Aldi-Vorstandsmitglied, Manager, sogar mit zweien von denen. Und es gibt so ein bisschen eine Idee davon, wie dieser Laden tickt, wie Aldi tickt. Vor allen Dingen wie der Vater des Mannes, den Sie getroffen haben, der eigentliche Theo Albrecht, der ursprüngliche Gründer von Aldi Nord, wie dieser Mann tickt. Wir hören mal kurz rein. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich Herrn Theo Albrecht irgendwann mal aus Herzen voll hab lachen hören. Dass er mal aus sich herausgegangen ist und mal schallend gelacht hätte oder mal richtig losgelegt hätte. Ich kann mich an keinen Fall erinnern. Worüber hat sich Theo gefreut, ist eine Frage. Da müsste ich lange nachdenken. Da muss ich eigentlich fast passen. Außer Umsatz, Kosten, täglicher Umsatz, Berichte, morgens kommen, arbeiten, kontrollieren, nach Hause gehen, war beim Theo nichts drin. Ich habe nichts davon erlebt. Ich bin ja, wie gesagt, ständig in seiner Nähe gewesen. Wahnsinn, sagt Volker Lechtenbrink gerade neben mir. Erkennen Sie da auch seinen Sohn in dieser Beschreibung, also Theo Albrecht Junior? In gewisser Weise schon. Ich habe ihn ja, wie gesagt, nur einmal kennengelernt. Ja. Es ist immer schwer, sich ein Bild von den Menschen zu machen, wenn man nur einmal gesehen hat. Aber er wirkte schon sehr nüchtern, also ein Zahlenmensch. Einer, der nicht groß in Emotionen ausbricht. Ja. Er hatte da was zu erzählen, er hatte eine Mission. Er wollte mir ganz klar machen aus seiner Sicht, wie die Sache läuft. Und das hat er auch gemacht. Was war seine Mission? Was hat er Ihnen erzählt? Was war die Botschaft, die er loswerden wollte über Sie hinaus in die Welt? Seine Botschaft war, ich vertrete hier die Interessen meines Bruders über seinen Tod hinaus und ich möchte verhindern, dass diese Schwägerin von mir, die er offenbar nicht leiden kann, wie man eindeutig rüberkam, uns hier in diesen Laden reinregiert. Und das war ganz klar, er hat ja harte Worte benutzt. Er hat von peinlichen Auftritten von ihr im Interview gesprochen. Also er hat gesagt, ich will verhindern, dass sie mit ihren Kindern, ihrem Anwalt, das Unternehmen am Nasenring durch die Manege führt. So, wer sowas sagt, der hat auch schon ein klares Ziel da. Geht es da genau auch um diese Öffentlichkeit, die da plötzlich entstanden ist? Wir haben das gerade kurz angerissen bei Bette Albrecht, die in diesem Prozess gegen den Düsseldorfer Kunsthändler Achenbach ausgesagt hat und plötzlich natürlich im Rampenlicht stand. Und alle wollten wissen, wer ist eigentlich diese Frau, die sich dann als Hausfrau aus Essen vorstellte und was steckt denn da eigentlich dahinter? Oder zum Beispiel ihr Auftritt bei den Kollegen von RTL, die saß irgendwann, glaube ich, bei Let's Dance im Publikum und wurde natürlich abgeschwenkt und das heißt gezeigt. Warum macht sie sowas? Ich glaube, weil sie ein ganz normaler Mensch ist wie andere auch. Weil sie aber Lust drauf hat. Ist ja normal, sowas zu machen. Oder mal auf eine Oldtimer-Rallye zu gehen oder mal auf eine Kunstmesse zu gehen. Das machen normale Menschen. Finde ich auch, ja. Das ist ja nichts, was verwerflich wäre. Aber aus der Philosophie eines Theo Albrecht heraus, der erzogen worden ist in dem Sinne seines Vaters, Theo Albrecht Senior, der immer gesagt hatte, wir haben ja eine riesige Verantwortung für dieses Unternehmen. Wir dürfen uns in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Mhm. Auch die Erfahrung, die er gemacht hat mit seinem Vater, der ja entführt worden ist, gegen Lösegeld freigepresst worden ist. 1970 war das, ne? 72. 72. Mhm. Dass die einfach sagen, wir sind eben nicht wie andere Menschen. Ein Albrecht tut das nicht. Der zeigt sich nicht in der Öffentlichkeit, der nimmt sich zurück. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Mhm. Ich will das nicht bewerten oder beurteilen. Nee, um Gottes Willen, nein. So sind die Albrechts aufgewachsen. Und dann ist für ihn natürlich ein Mensch, ein lebensfroher, extrovertierter Mensch wie eine Babette Albrecht. Die ist ihm suspekt. Ich meine, wenn man diese Familiengeschichte kennt, Sie haben das ja eben auch kurz angedeutet, dann kann man das in gewisser Weise ja auch nachvollziehen. Grenzt das für Sie an Paranoia, was Sie da erleben? Sie haben sich ja schon sehr lange mit dieser Familiengeschichte beschäftigt. Paranoia, das ist mir zu hart. Das ist mir zu hart. Ich glaube, dass die einfach sich versuchen, wirklich aus der Öffentlichkeit rauszunehmen. Also ich möchte das nicht als Paranoia bezeichnen. Das ist ja was Klinisches. Also das ist,
Ich glaube nicht, dass die Verfolgungswahn haben. Der wird auch ganz normal, ganz normal mal in Aldi einkaufen gehen. Das macht er. Also das sind ja ganz, ganz normale Menschen. Und gerade weil er ja die Öffentlichkeit meidet, hat er ja die Chance, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Nämlich eher mehr oder weniger anonym. Der wird auch schon mal in seiner Umgebung, da werden Leute wissen, wer er ist und wie er aussieht. Aber da er kein Aufhebens um sich macht, ist das dann auch gut. Keine Person des öffentlichen Lebens sozusagen. Wenn er persönlich des öffentlichen Lebens wäre, könnte er eben nicht mehr so heimlich in die Öffentlichkeit gehen und sein Leben leben. Mhm. Das ist ja auch die Kehrseite des Ganzen. Ist klug, ja, definitiv. Würde Sie gerne zum Schluss fragen, Herr Kolff, ist es so, dass das Ganze auch stattfindet vor dem Hintergrund eines unglaublich aggressiven Handelskrieges, von dem wir als Verbraucher eigentlich nur mitkriegen, dass die Preise für Lebensmittel immer weiter nach unten gehen? Insofern, als dass man profitiert von dieser Preisschlacht, die da teilweise wirklich stattfindet. Das heißt, auch eine so legendäre Marke wie Aldi gerät da draußen plötzlich unter Druck, weil da ganz neue Gegner sich formieren? Das mit Sicherheit. Klar, früher musste Aldi sich nicht groß anstrengen, die Kunden kamen, das war selbstverständlich. Die gewannen die Discounter, gerade die Aldis, immer stärker an Marktanteilen. Dann kam irgendwann Lidl dazu, nahm Marktanteile weg. Mittlerweile ist Lidl fast auf Augenhöhe, noch nicht ganz. Mhm. Und dann kam plötzlich die Gegenbewegung, dass die Supermärkte, Rewe und Edeka, immer besser, immer schöner wurden und plötzlich wieder Marktanteile der Discounter wegnahmen. Und das ist ein riesiger Druck. Und gerade deswegen ist es ja so wichtig, dieses Geld auch für Investitionen zu haben. Denn die Läden, man sieht das jetzt bei Aldi Süd, die jetzt Kundentoiletten einführen, breitere Gänge, schönere Läden, Regale statt Paletten. Das Gleiche hat Aldi Nord. Sie haben zwar auch schon viel modernisiert in ihrem deutschen Filialnetz, aber sie haben noch enorm viel noch mehr vor sich, um auf diesen Standard zu kommen. Das heißt, die müssen wirklich kämpfen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Interview gelesen mit dem Vorstandschef von Rewe. Der sagte, prophezeite, in 10 Jahren wird es in Deutschland dieses klassische Discounter-Modell, Aldi und Lidl, so wie wir es heute kennen, wird es nicht mehr geben. Es wird verschwinden, sagt er. Bin ich nicht sicher. Das ist für ihn natürlich auch interessengeleitet. Das will er natürlich auch, weil er das andere Konzept vertritt. Ist doch völlig klar. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt mal wirklich gesponnen, wenn das so weitergeht, dass immer weiter auch die Discounter in Richtung Supermarkt laufen, dass irgendwann mal neben denen wieder ein Discounter entsteht, halte ich nicht für ausgeschlossen. Denn irgendwo einfach, schlicht, billig einkaufen, gute Qualität, das will doch jeder. Und das war ja auch immer die Geschichte von Aldi. Und so ist dieser Gründungsmythos ja auch eigentlich immer weiter erzählt worden. Ja. Deswegen ist es so faszinierend, Ihnen zuzuhören. Und noch interessanter wird es, wenn wir mal in einen alten Werbespot aus den 50er Jahren reinschauen. Der erzählt im Grunde alles über diese legendäre Kaufmannsfamilie aus Essen. Schauen Sie mal. Das ist Rentner Hugo Bansemann. Wir fragten ihn in seiner Wohnung, warum kaufen Sie bei Albrecht? Wissen Sie, wenn man Rentner ist, muss man mit dem Pfennig rechnen. Und ich kaufe bei Albrecht ein. Ich kaufe dort immer ein. Man bekommt mehr für sein Geld und ich kann mir hin und wieder eine Pulle extra leisten. So, 67 war es. Herrliche Geschichte. Letzte Frage an Sie, Herr Kolff. Was macht für Sie denn den Mythos Aldi aus und wie wird es da jetzt weitergehen nach Ihrer Einschätzung und Prognose? Der Mythos Aldi ist natürlich, dass Aldi im Grunde für Discount steht. In der deutschen Philosophie, das ist der erste Discounter, der es wirklich, dass das Ganze geprägt hat. Mhm. Und natürlich immer so ein bisschen wieder nach Hause kommen. Da kann man sich drauf verlassen, da macht man keine Probleme. Die Qualität stimmt immer, man weiß immer, beim Preis ist man ungefähr gut dabei. Man muss nicht groß vergleichen, muss nicht gucken, es gibt auch nicht so riesen Auswahl. Das war das ursprüngliche Aldi-Prinzip, was den Leuten das Einkaufen, für viele ist Einkaufen Stress. Mhm. Und da war Einkaufen einfach. Man musste nicht groß nachdenken. Das wird gefährlicher jetzt, wenn Sie mehr Marken nehmen, mehr Vielfalt nehmen, den Supermärkten ähnlicher werden, verlieren Sie einen Teil Ihres Mythos. Mhm. Und dieser Streit, der da im Hintergrund schwelt und der, wie wir jetzt erfahren haben, enorm entscheidend ist, also die Frage, wie der ausgeht, weil er auf die Frage Auswirkungen hat, wie investieren wir in Märkte, wie treiben wir unsere Expansion weiter voran, wie geht der aus? Das ist eine gute Frage. Das ist schwer zu prognostizieren. Natürlich, dieser Streit um die Satzung in der Stiftung wird jetzt noch eine Ebene höher getragen vor das Oberlandesgericht. Die Berufung ist beantragt. Wenn die das wieder zurücknehmen und sagen, die Familie Babette und ihre Kinder haben kein Mitspracherecht mit in der Stiftung, ist letztlich an der Oberfläche wieder Ruhe.
Der Familienstreit wird weitergehen. Sie werden sich, so wie ich das sehe, das Vertrauen scheint ziemlich zerstört zu sein, nicht mehr wirklich vertragen. Das ist eine Möglichkeit, wie es wenigstens oberflächlich im Sinne der Firma befriedet werden kann. Mhm. Ansonsten, ja, dann braucht es wahrscheinlich irgendwann mal einen Mediator und Schlichter, dass sie sich mal an einen Tisch setzen, denn sonst, wenn irgendwie müssen sie ja wieder zusammenfinden. Wenn wirklich sie die Macht teilen müssen, müssen sie sich arrangieren. Mhm. Und sie werden sich wahrscheinlich auch arrangieren, weil alle ja, letztlich ist ja keinem... Es gibt ein gemeinsames Interesse, ne? Das gemeinsame Interesse ist natürlich die Firma. Jeder sieht es ein bisschen anders, aber das gemeinsame Interesse ist, dass der Firma gut geht, das ist doch völlig klar. Denn alle profitieren davon, die Aber Familie. Dann geht es natürlich auch um die Frage, hast du denn einen genialen Marketingmann dazwischen, der in der Lage ist, eine Vision auch für die Zukunft zu entwickeln und vieles, vieles andere. Ne? Für uns alle, für uns Normales sozusagen sehr, sehr tröstlich, auch bei der reichsten Familie Deutschlands geht es genauso zu wie bei Kleinhempels unterm Sofa. Nämlich durchaus auch mal mit Streit und mal ein bisschen Ecken und Kanten zeigen. Herr Kolff, das war sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für den Besuch bei uns in der Sendung. Florian Kolff vom Handelsblatt war heute unser Gast. Vielen Dank. Hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Gunter Thiers. Vielen Dank, Gunter, für die Ausführungen zum Wetter. Schönen Sommer hast du auch versprochen, kriegen wir. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Lena Bröder, der amtierenden Miss Germany, die heute unser Gast war. Herzlichen Dank, Lena. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Gül und Volker Lechtenbrink. Gutes Gelingen. Das war der letzte Versuch jetzt. Ja, der wird jetzt funktionieren. Also, danke euch ganz herzlich. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Spannend. Vielen Dank. Vielen Dank.